Vanessa. Willkommen zu Hause. George. Er wollte mich unbedingt abholen. Ja, schön, dass du wieder da bist. Komm. Na gut, du hast es geschafft. Zufrieden? Nichts verändert, Sarah. Vorsicht. Ja, ja, ich weiß. Ach, verdammt. Und schon ist mein großer Auftritt hin. Oh, Sarah. Was war das? Ist es kaputt? Nein, und wenn, dann wäre es auch nicht schlimm. Was ist es? Eine Vase. Ach so, und die gehört hier auf den Treppenpfosten. Ja, ganz recht. Das ist das einzig Neue, das hatte ich ganz vergessen. Ach, das macht doch nichts. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie steht. Hier ist auch alles so geblieben. Aha. Auch in deinem Zimmer. Es ist noch genauso, wie du es verlassen hast. Oh. Vorsicht. Weißt du, Sandy wird bei dir schlafen. Aha. Nur für die ersten Tage. Ja, gut. So, da wären wir. Das Essen war wirklich wunderbar. Das war alles, was ich im Haus hatte. Ich war heute ein bisschen durcheinander. Ich wünschte, die in der Klinik wären öfter so durcheinander gewesen. War das Essen denn so schrecklich? Ich habe kaum was gegessen die ganzen 5 Wochen. Ich weiß noch, als man mir den Blinddarm rausgenommen hat. Kann ich dir noch irgendwas anbieten? Weißt du, was ich gern hätte? Ein schönes Glas Portwein zum Einschlafen. Kommt sofort. Nein, danke. Ich hol's schon. Mal sehen, ob ich die richtige Flasche finde. Ja. Wie ich schon sagte, als man mir den Blinddarm rausnahm, da George, wollte der bitte. Arzt... Wir wollen diese schreckliche Geschichte nicht schon wieder hören. Die kennt ihr doch gar nicht. Ich meine die Geschichte mit dem Essen. Nein, Sarah, das ist der Whisky. Ah, du hast recht. Das ist er. Ja. So, ich gehe jetzt in die Küche und helfe Sandy beim Abwaschen. Ja, gut. Na? Soll ich dir helfen? Nein, danke. Hauptsache, du wirst nicht nervös, wenn ich mit deinem Portwein Blindekur spiele. Nein, sicher nicht. Gieß dir nur ein. Und wenn ich was daneben gieße, hat es dieselbe Farbe wie der Teppich. Ach, da fällt mir ein. Gerade als wir zum Bahnhof fahren wollten, hat Steve angerufen. Ach ja? Ich glaube, es ist jetzt aber schon zu spät, um ihn anzurufen. Wahrscheinlich hätte er nichts dagegen. Heute bin ich nicht in der Stimmung dazu.
Dein Wohl. Auf deins. Hier, bitte. Danke. Bist du müde? Ja, das war heute ein anstrengender Tag. Das kann man wohl sagen. Weißt du, was das Schwerste sein wird? Hm. Nicht immer gleich aufzuspringen, um mir zu helfen. Das ist genau das, was sie nicht will. Nur keine Umstände. Wir müssen sie allein ihren Weg finden lassen und ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Sie will unbedingt allein damit fertig werden. Darin ist sie ganz die Tochter deiner Schwester. Ja, ich weiß. Eins haben die beiden gemeinsam. Einen eisernen Willen. Ich störe dich doch hoffentlich nicht, Sarah. Warum solltest du mich stören? Naja, Mutter hielt es für eine gute Idee, bis du dich wieder an alles gewöhnt hast. Tja, da hat sie recht. Es wird mir eine Hilfe sein, Sandy. Sarah? Hm? Wie ist es? Verdammt schwer. Gute Nacht, Sarah. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Halten die Tüten das aus. Sieh dir das an, Betty. Sich durch Arbeit etwas zu schaffen. Sie ertragen es nicht, wenn andere das können. George, der Wagen wird repariert. Jetzt hör bitte damit auf. Wenn es aus Versehen passiert wäre, dann wäre es mir egal. Aber das ist einfach eine Gemeinheit. Gegen solche Leute müsste man etwas tun. Die Versicherung bezahlt es doch. Darum geht es überhaupt nicht. Was ist passiert? Doch, irgendjemand hat den Wagen zerkratzt. Man könnte meinen, die Welt geht unter. Das hat jemand mit Absicht getan. Das kann ich nicht verstehen. Ist das schlimm zerkratzt? Die ganze Seite. Das müsstest du sehen. Ich meine, wahrscheinlich auch kannst du dir das vorstellen. Wenn es dir sehr schwer fällt, Onkel George, könntest du vielleicht versuchen, das Wort sehen aus deinem Vokabular zu streichen? Ich glaube, das habe ich gerade. Entschuldige bitte. Tut mir leid, das mit deinem Wagen. Sarah? Ja? Ein bisschen weiter links. Du gehst auf die Kellertür zu. Oh. Ja, vielen Dank. Also wirklich, hast du schon mal so ein Gejammer gehört? Ach, du weißt ja, wie Männer mit ihren Autos sind. Sie kommen zu spät. Ich habe den Bus verpasst. Na gut, gehen Sie jetzt an Ihre Arbeit. Machen Sie erst mal mit dem Rasen weiter. Ja. Thank you.
Wer ist da? Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Ich habe von Ihnen gehört. Mein Name ist Barker. Ich bin als Gärtner eingestellt. Ach so. Guten Tag. Die haben es erschossen, nicht? Das Pferd. Warum haben die es erschossen, das arme Tier? Es ging nicht anders. Das Pferd hatte sich leider ein Bein gebrochen, als wir gestürzt sind. Was haben die gesagt? Telefon. Steve ist dran. Ah ja. Da wären wir. Danke. So, hier bist du ungestört. Steve? Ja? Willkommen zu Hause. Ich habe schon auf deinen Anruf gewartet. Ich bin doch erst seit gestern Abend zu Hause. Wie kommst du zurecht? Oh, ich versuche, mich zurechtzufinden. Und vor allem noch über alle Möbel. Ich wollte morgen mal rüberkommen und dich abholen. Morgen? Ja, ich habe ein paar neue Pferde und möchte, dass du sie kennenlernst. Ja, gern. Das wäre wunderbar. Gut, ich komme dann nach dem Mittagessen rüber. In Ordnung. Dann bis morgen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du bist bestimmt früher zurück als wir. Wir haben den Fenners versprochen, rüberzukommen. Und du weißt, wie lange das bei denen immer dauert. Ja. Steves Wagen kommt den Weg hoch. Dann werde ich jetzt gehen. Ich mach das schon. Ciao. Wiedersehen, Liebling. Bleibst du lange weg? Ich weiß noch nicht. Na, Sandy wird hier sein. Ja, gut. Komm. Auf Wiedersehen, Onkel George. Viel Spaß, Sarah. Danke. Hör mal, Sarah, findest du dich hier auch allein zurecht? Ich meine, wenn du zurückkommst und ich noch nicht da bin, könntest du vielleicht eine Weile ohne mich auskommen. So, wer ist es? Es ist... Ich habe da gestern einen Jungen kennengelernt. Ich wollte mich mit ihm treffen. Hast du was dagegen? Natürlich nicht. Und du glaubst, dass du es allein schaffst? Ja, sicher, Sandy. Na, hoffentlich. Steve? Nein, Miss. Mr. Redding lässt sich entschuldigen. Wir haben eine trächtige Stute. Deshalb hat er mich geschickt. Ach so. Komm, Sarah. Vorsicht. Ja, so ist gut. Sarah, danke. Okay. Landstreicher. Hm? Landstreicher, Vagabunden, Zigeuner waren das. Ach so. Dass man die frei rumlaufen lässt. Aber die tun doch nichts Böses. Nein, aber auch nichts Gutes.
Jacko, ich... Sarah. Guten Tag. Guten Tag, Sarah. Guten Tag. Du siehst großartig aus. Danke. Komm, wir gehen rein. Auf dein Wohl, Sarah. Zum Wohl. Auf deine Rückkehr. Danke. Wie geht's dir denn? Mir geht's im Augenblick sehr gut, danke. Dein Fohlen hat sich aber eine denkbar schlechte Jahreszeit ausgesucht, was? Ja. Ja, das hat es. Wahrscheinlich kommt es nicht über den Winter. Nein, es hat keine Chance. Wenn so eine arme Stute trächtig wird, überlassen Sie sie mir und erwarten ein Wunder. Eigentlich sollte ich sowas ablehnen, aber es sind so gute Kunden. Mhm. Sarah, du weißt, ich wollte dich besuchen. Ja, ich weiß. Ich nehme an, du hattest deine Gründe. Ja, die hatte ich. Kannst du sie mir nicht sagen? Es ist wichtig für mich, Sarah. Was ist? Die Stute, Mr. Redding. Willst du mitkommen? Ja, natürlich. Achtung, die Stufe. So, das wäre geschafft. Wie geht's Ihnen? Oh, im Augenblick gut. Kannst du nicht irgendwas tun, um das Fohlen durchzubringen? Oh, es gibt eine Menge, was ich tun kann, was ich auch tun werde, aber ich habe ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung. Hey, hallo, ist der freundlich. Ja, das ist er. Er ist einer von den Neuen, hat viel Temperament. Welche Farbe hat er? Ein Fuchs. Das wäre ein Pferd für dich. Kann ich ihn reiten, Steve? Aber natürlich. Ich meine, sofort. Sicher, warum nicht? George? Ja? Meinst du nicht, du solltest dich langsam fertig machen? Vamos. Bitte beeil dich. Denk an den Verkehr das letzte Mal. Na ja, ich nehme nur schnell noch ein Bad. In einer halben Stunde bin ich soweit. Sandy, möchtest du noch Tee, bevor wir gehen? Danke, ich probiere den neuen Plattenspieler aus. Ich bin doch nicht so mutig, wie ich geglaubt habe. Das musst du auch nicht. Komm, ich helfe dir dabei. Danke. Gib mir deinen Fuß. In Ordnung? Ja, bis jetzt schon. Na du. So, ich nehme jetzt deine Zügel und führe dich aus dem Hof. Ja, gut. Es wird schon gehen, keine Angst. Na komm. Na, wie fühlst du dich? Schon viel mutiger. Wir sind jetzt auf der Wiese, nicht? Richtig. Und die alte Eiche, die ist dort drüben, nicht? Ja, genau. Gib mir die Zügel. Ich will mal versuchen, ob es geht. Na gut.
Betty? Ja, ja, ich gehe schon. Ich hatte ganz vergessen, wie schön es hier ist. Es wird mir fehlen. Was heißt fehlen? Ich bleibe nur für ein paar Tage hier. Nächste Woche fahre ich zu einem Ausbildungskurs nach London. Ein Kurs? Wofür denn? Du weißt doch, ich bin nicht reich. Ich bin also gezwungen, was zu verdienen. Was ist denn das für ein Kurs? Oh, für Physiotherapie. Es gibt viele blinde Physiotherapeuten. Ich tue damit auch was Nützliches. Du bleibst also in London? Ja, ich habe Freunde dort. Die suchen für mich schon eine Wohnung. Ich wünschte, du würdest das nicht tun. Ich dachte, wir könnten wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben. Es hat sich einiges verändert. Nein, das hat es nicht. Das sagst du heute, aber es würde dich immer wieder belasten. Bitte geh nicht, Sarah. Nein, das hat keinen Zweck. Die werden jetzt alle weg sein. Dann bist du ja ganz allein hier. Mir wird schon nichts passieren. Außerdem bin ich nicht ganz allein. Irgendwo gibt's hier einen Gärtner. Also ich weiß nicht. Vielleicht bleibe ich doch lieber... Aber hör mal, ich bin doch hier zu Hause. Also gut, wenn du willst. Na also. Ich rufe dich morgen an. Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.
haben? Barker!
Ich bin Steve. Sieh dich an und komm runter. Es ist erst 7 Uhr, Steve. Ich wollte gerade baden. Lass es. Bleib so, wie du bist. Ich habe eine Überraschung. Okay. Sandy? Guten Morgen. Ich musste mich rausschleichen. Sie schlafen noch alle. Lange Nacht? Ja, wahrscheinlich. Ich habe Sie nicht kommen hören. Komm mit, Sarah. Wohin bringst du mich? Das verrate ich nicht. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich hatte vergessen, dass du Geburtstag hattest. Oh, mein Geburtstag liegt Jahre zurück. Ich weiß. Ein Grund mehr. So, wir sind da. Augenblick. Dreh dich um. Ich wollte ihn einwickeln, aber das rosa Band war zu kurz. Oh, Steve! Steve! Mein Glückwunsch. Darf ich ihn reiten? Wann immer du willst. Er gehört dir ja. Danke. Hilfst du mir? Natürlich. Und sein Name? Ich kenne seinen Namen noch nicht. Dandy Star. Dandy? Wenn du willst, kannst du ihn umtaufen. Dandy? Dandy Star? Thank you.
Frau, wir sind da. Ging doch großartig, hm? Lass mich das machen. Ja, gut, danke. Komm. Hier rüber. Steve? Ja? Danke. Oh, eigentlich hatte ich ja einen Hintergedanken dabei. Welchen? Weißt du, du hast jetzt eine Verantwortung. Die kannst du nicht einfach aufgeben und nach London gehen. Ich verstehe. Ich komme noch hier rüber, mach ihm alles zurecht. Nein, ich möchte es selbst machen. Wenn ich es nicht schaffe, dann werden Onkel George und Sandy mir dabei helfen. Na schön, komm. Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns morgen. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Langsam könnten die auch mal aufstehen. Ach, die sollen sich ruhig mal ausschlafen. Gut. Also dann bis morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo? Hallo? Ist schon jemand auf?
Helfen Sie mir. Ich bin's, Parker. Parker? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich hörte einen Schuss. Ich rannte sofort rüber zum Haus. Da stand ein Mann in der Tür. In der Tür zur Küche. Ich sah, wie er das Gewehr hob. Ich blieb draußen stehen. Ich hole Hilfe. Er kommt bestimmt zurück. Er hat was verloren. Deshalb wird er zurückkommen. Was? Was hat er verloren? Ein silbernes Armband. Da drüben auf dem Boden. Wo? Parker, wo liegt es? Da, genau vor Ihnen. Denn? Noch weiter. Immer weiter. Ich finde es nicht. Direkt vor Ihnen. Ein bisschen weiter rechts. Ich habe es. Parker. Da steht was drauf. Eingraviert. Was steht da drauf? Parker! Parker! Thank you.
ruhig. Passiert, Mädchen. Oh, komm. Na komm schon. Besser. Wein dich richtig aus. Wein dir alles von der Seele. Ja, so ist gut. Ja, ja. Keiner tut dir hier was. Es wird alles gut. Komm, Kindchen, trink das. Na komm, das tut dir gut. Na komm schon. Hm? Na komm, nun trink doch endlich. Ja. So. Ja. Na, 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 na.
Ist schon vorbei, ist alles wieder gut. Welches Haus? Manor Farm. Hey. Soviel ich weiß, wollte Jack doch da... Du weißt nicht, wer der Kerl war. Du hast ihn gehört, aber weißt nicht, wer es war. Warten Sie. Seins? Ich weiß es nicht, aber ich denke, ja. Es steht was drauf, ein Name. Wie heißt er? Da steht kein Name drauf. Doch, da steht was. Was ist da eingraviert? Gar nichts ist drauf. Ich bring dich zur Polizei. Achtung, zwei Stufen. Rück ganz rüber. Tom. Ja, keine Sorge, Mutter. Das bringe ich schon in Ordnung. Der hierher. Der muss sich losgerissen haben. Das vermute ich auch. Aber wir sehen ihn uns mal genau an. Da ist etwas Blut. Aber keine Wunde. Nein. Ruf die Braxtons an und sag, dass ich rüberkomme. Ihr beide kommt mit. Max, kümmere dich um die Pferde. Mach ich. Los, komm, wir sind da. Wo sind wir? Wo bringen Sie mich hin? Mach dir keine Sorgen. Warten Sie! Nein, ich will nicht! Los, nein, rein mit dir! Nein! Nein! Warten Sie! Warten Sie doch! Warten Sie! Warten Sie doch! Oh.
Sehen wir im Haus nach. Hier ist noch jemand. Dieser verdammte Idiot. Ich habe ihm doch gesagt, er soll da wegbleiben. Er war gestern Abend da, Tom. Aber nie im Leben würde er so etwas... Ich muss ihn unbedingt finden. Oh Gott, was machen wir jetzt bloß? Du packst alles zusammen und wir verschwinden von hier. Ja, mach ich. Da war ein Wahnsinniger am Weg. Ich setze dich unten an der Telefonzelle ein. Du rufst die Polizei an. Wir suchen Sarah. Oh.
Halt einen Moment an. Stell mal kurz den Motor ab. Da hatte ich etwas gehört. Nein, doch nicht. Da ist es wieder. Hörst du? Ja, bei der alten Lehmgrube. Sie werden sich bald besser fühlen. Sie brauchen nur Ruhe. Absolute Ruhe. Danke. Ich komme heute Abend noch mal vorbei, um zu sehen, wie es Ihnen geht. Ja. Möchten Sie noch ein Schlafmittel haben? Oh, nein, danke. Na gut, auf Wiedersehen. Bis heute Abend. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Ach, Doktor, kann ich, ist es möglich, darf ich ein Bad nehmen? Ja, natürlich, aber passen Sie bitte auf Ihren Fuß auf. Ja, danke. Steig ein! Warum denn? Frag nicht, komm schon! Also, wir sehen uns noch. Hast voll Schiss vor deinem großen Bruder? Hat der Kleine deinen Ausgang heute? Du bist deine Mami. Was ist denn los? Was willst du denn von dem Ausgang? Was ist? Wo gehst du hin? Gehst du zu dem Haus? Nein, da wird schon die Polizei sein. Bis nachher. Es bleibt jemand bei dir. Wo gehst du denn hin? Bis nachher. Wir müssen einen Zigeuner suchen. War es ein Zigeuner? Ist das alles, was sie gesagt hat? Im Wald von Olkot ist ein Lager von denen. Ja. Am schnellsten geht's querfeldein. Wir nehmen die Pferde. Nein, du bleibst hier und passt auf Sarah auf. Also kommt! Los! Ja. Im Haus. Nein, Tom! Du warst dann im Haus! Hör mich doch an, bitte! Na schön, ich war oben, ich war da! Und hast das verloren! Du hast das verloren, du verfluchter Idiot, du! Aber das ist doch nicht mein... Ich hab meinste Mädchen gegeben! Das ist die Wahrheit, Tom! Hör mich an, bitte! Bitte, du musst mich anhören! Das ist ein Irrtum. Er dachte, ich wär's gewesen. Er dachte, ich wär's gewesen, weil ich oben am Haus war. Das ist richtig. Ich war oben am Haus, weil ich eine Verabredung mit dem Mädchen hatte. Mit Sandy, aber die ließ sich nicht blicken und ich wollte wissen, warum. Ich habe ein paar Mal gerufen, aber es hat sich nichts gerührt. Überhaupt nichts. Er dachte, Jack wär's gewesen. Sehen Sie, das steht hier drauf, auf dem Armband. Aber es ist nicht meins. Es gehört mir nicht. Ich habe meins dem Mädchen gegeben, Sandy. Es ist nicht meins, ich schwöre es. Und du meinst, einem Zigeuner wird man glauben.
Da steht der Jack Ho. Thank you.
alles gut, Sarah. Liebling, ist alles gut.